Tag 19, Tür Nummer 19. Wir sind immer noch bei den heiligen drei Königen. Das hättet ihr euch so gewünscht. Bei den Weisen aus dem Morgenland. Und ich möchte mit euch diesen letzten kurzen Vers anschauen, der von ihnen erzählt. Sie sind in Bethlehem angekommen, sie haben den Stall gefunden, sie haben Jesus angebetet. Und dann heißt es in Vers 12, und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einen anderen Weg wieder in ihr Land. Ein ganz, ganz kurzer Text, aber er hat vielleicht ein, zwei Gedanken da drin, die uns ein wenig wieder helfen können zu verstehen, was mit der Weihnachtsgeschichte ist. Das erste, Gott redet mit ihnen im Traum. Das war die Art und Weise, wie er eigentlich mit Josef bisher geredet hat. Mit den Weisen hat er bis zu diesem Punkt auf ihre Kultur und Sprachverständnis eingehend durch einen Stern geredet. Aber in der Begegnung mit Jesus ist etwas passiert. Sie sind einen Schritt näher an Gott rangekommen. Jetzt kann Gott anders mit ihnen sprechen. Gottes Reden verändert sich mit uns. Je näher wir an ihn rankommen, umso direkter kann und wird er mit uns sprechen. Vorrangig durch sein Wort, aber auch immer wieder durch solche Dinge wie Träume oder wie Gedanken oder auch manchmal Worte, die andere uns sagen. Wenn wir uns auf ihn einlassen, wird er mit uns reden. Das können wir hier ganz deutlich sehen. Das zweite, Gott gibt ihnen Anweisungen und sie folgen. Sie sollen nicht auf diesem Weg wieder zurückgehen. Nicht zu Herodes, nicht Herodes sagen, wo das Kind zu finden ist. In der Begegnung mit Gott ist auch die Begegnung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf drinnen. Das heißt, zwischen dem, der den Überblick hat und dem, der auf den hören muss, der den Überblick hat. Das hatten die Weisen verstanden. Sie waren einem viel, viel Größeren begegnet. Und dass dieser viel, viel Größere ihnen dann gesagt hat, so nicht wieder zurück, wie ihr euch das gedacht habt, da tun sie und gehorchen sie. Und ein drittes vielleicht noch, Wege verändern sich, wenn wir uns auf Gott einlassen. Die drei Weisen hatten einen klaren Plan, wie sie zurückreisen wollten. Erst wieder zu Herodes und dann auf dem Weg, den sie gekommen sind. Und Gott sagt ihnen jetzt ganz deutlich, nein, ich will, dass ihr einen völlig anderen Weg wählt. Wer sich auf Jesus einlässt, wer mit dem lebendigen Gott in Kontakt kommt, muss sich darauf einstellen, und ich sage an dem Punkt muss sich darauf einstellen, dass unsere eigenen Wege, unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Ideen und Vorstellungen und Träume vielfach über den Haufen geworfen werden. Und Gottes neue Pläne, Gottes bessere Wege werden Wirklichkeit. Zum Teil, um seinen Plan zu schützen, zum Teil, um uns zu schützen, zum Teil einfach, weil es besser ist. Gott weiß, was er tut. Und die Wege, die er uns leitet, sind immer besser als unsere eigenen Wege. Denn er kennt das Ziel. Er kennt den Weg. Wir haben nur unsere Vorstellungen und können bestenfalls den nächsten Schritt sehen. Ich möchte euch Mut machen, dass was die Weisen so schnell gelernt haben, dass wir das auch lernen, möglichst schnell, auf seine Wege zu schauen. Denn er ist der Herr. Er ist treu. Er ist der, der wirklich den Plan kennt und das Ziel kennt und den Weg kennt. Wer auf Gott setzt, der muss damit rechnen, dass Gott ihn ganz andere Wege führt. Aber es sind gute Wege. Jesus, danke, dass du so viel zeigst in dieser wunderbaren Geschichte, dass wir lernen dürfen. Jesus, du bist ein guter Gott. Herr, lass all das, was wir lernen, wirklich in unsere Herzen hineinsinken, damit wir mit unserem Leben dir Ehre machen. Das beten wir in deinem Namen. Amen.